So, jetzt ist es dann 7.21 Uhr. So, wie sieht's denn jetzt aus? Jetzt müsste ich eigentlich wieder geheilt sein. So von meinen Wunden her. Naja. Man muss ihnen auch alles zweimal sagen. Geht weiter. Ich gehe doch schon. Hm? Was wollt ihr? Hallo. Hallo. Ah. Ah. Jetzt ist es hell. Jetzt hat's funktioniert. So, dann wollen wir mal nach dem Freund suchen. Ich glaube, der hat da oben irgendwo gewohnt. Wer ist das hier? Hallo? Hallo? Ja, hallo. Hallo? Der kann nur Hallo sagen. Schön. Einen muss ich hoch. So ist das eben. Und Flussheim entdeckt. Ja. Ich bin einfach nur rum und warten darauf, dass sich die Sachen von morgen mädern. Guten Morgen. Schreitet wohl, mein Kind. Wie kann ich euch helfen? Okay, das war der, der aus dem Tempel kam. Aus dem Tempel, sag ich schon. So viel zu tun. Was macht ihr denn da? Oh, oh weh. Alles in Ordnung? Oh. Ich spüre Schwingungen. Schreckliche Schwingungen. Oh ja, ich spüre sie ganz deutlich. schlimme Schwingungen? Oh ja, schlimme Schwingungen. Etwas Seltsames umgibt euch. Eure Aura. Oh, oh nein. Meine Aura? Was ist damit? Sie ist indigo-blau. Die Farbe der Sterbenden. Es muss sich um eine magische Anomalie handeln, die auf eine unerklärliche Art und Weise mit eurem persönlichen Kraftfeld reagiert hat. Oh weh, das verheißt nichts Gutes. Aber ihr habt Glück, denn die Winde stehen günstig. Ich befinde mich, ähnlich wie ihr, in einer tragischen Situation. Und vielleicht können wir einander helfen. Die ist etwas strange. Aber hallo. Wie genau gedenkt ihr mir zu helfen? Ich habe ein spezielles Objekt im Angebot. Einen Schädel. Den Überlieferungen nach stammt er aus den Mitten der roten Wüste Kyras. Und von uns Arkanisten wird er nur der Meisterschädel genannt. Es wäre ein waghalsiges Experiment. Aber wenn ihr den Schädel bei Mitternacht für eine Stunde auf dem Kopf balanciert, könnte das eure Aura wieder harmonisieren. Vielleicht. Vielleicht. Wenn ihr wollt, dass ich euch helfe, will ich dafür eine anständige Belohnung, keinen Haufen alter Knochen. Na schön, warum nicht? Wobei benötigt ihr Hilfe? Das ist schnell erklärt. Mir wurde vor einigen Tagen etwas extrem Kostbares entwendet. Mein Schönheitstrank. Und während ich bis vor kurzem im Dunkeln tappte, habe ich nun einen Verdacht, was passiert sein könnte. Ein Auradieb hat ihn mir gestohlen. Diese Bewegungen auch noch dabei. Das ist so komisch. Euer Schönheitstrank? Seine Essenz ist frisch gezapftes Wasser direkt aus den Quellen Inodans. Eine echte Rarität. Regelmäßiges Zuführen dieses Trunkes verleiht dem Anwender sowohl unwiderstehliches Äußeres, als dass es auch die natürliche Alterung verlangsamt. Nur durch die Elixiere habe ich mir über all die Jahre hinweg meine jugendliche Schönheit erhalten können. Die ist ein bisschen merkwürdig. Ein Auradieb? Ja, es sind alte Wesen aus vergangenen Zeiten, weit vor den Pyräen. Für gewöhnliche Augen sind sie unsichtbar, doch wir spirituell Begabten können sie sehen. Auradiebe haben nur einen Existenzgrund, und der ist es, die Harmonie glücklicher Menschen durch schelmische Taten zu zerstören. Wie den heimtückischen Diebstahl meines Trankes. Wie könnt ihr euch sicher sein, dass es kein fliederfarbenes Einhorn war? Entschuldigung. Einhörner sind Kindermärchen. Das solltet ihr eigentlich wissen. Ach nee. Es war ein Auradieb. Das spüre ich.
Na schön, ich werde sehen, ob ich euren Trank wiederfinden kann. Irgendeinen Anhaltspunkt, wo ich mit der Suche beginnen könnte? Ich habe einen Verdacht. Gestern, als ich am Honigfluss tanzte, erschien mir aus dem Nichts eine Stimme im Ohr und sie flüsterte 5 Worte. Finde mich in der Klarwasserhöhle. Ich bin mir sicher, dass es der Trank war, der zu mir gesprochen hat. Aber ich bin zu alt, um auf eigene Faust alte Höhlen erforschen zu gehen. Dabei ist besagte Höhle nicht einmal weit von hier entfernt. Es ist eine verlassene Schürfergrube gleich den Hügel zum Bergpass hinauf. Geht dorthin und findet meinen Trank. Und ich werde euch angemessen entlohnen. Mhm. Da bin ich ja mal gespannt. Schlechte Schwingungen. Charities Schönheitselixier in der Klarwasserhöhle finden. Wie heißt die? Ich habe das gerade komplett falsch gesagt, bestimmt. Schreitet wohl. Dürfte ich eure Waren sehen? Aber ja. Die ist sowas von komisch. Oh, die hat aber viel. Hat die Ambrosia? Tatsache. Ist ja nicht so, als ob das ein Schnäppchen wäre. Aber ich muss mir mal einen kaufen. Ich kann mir... Was kann ich denn hier so Schönes verkaufen? Abzeichen der Apothekari, das bringt ja mal überhaupt nichts. Ein Beil bringt 2. Mhm. Ja. Irgendwie habe ich nichts, was irgendwie was bringt. Hm. Das ist doof. Malfas segne euren Weg. Das ist auf jeden Fall die falsche. Aber hier. Hallo. Steht eure Ware zum Verkauf? Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sagt, was ihr braucht und macht. Okay, der hier verkauft sowas. Jetzt wollen wir mal gucken. Hier kann ich nämlich die Vagabundsachen... Die bringen auch nicht so viel, ne? Ist aber egal. Hauptsache, sie bringen ein bisschen was. Altes Schwert bringt 4, Amethysten bringen 37. Das ist eigentlich ganz gut. Blauer Quarz 11. Ich verkaufe die mal. Genauso wie die Amethysten, damit ich Geld habe. So. Eisenharnisch bringt 13. Weg damit. Eisendolche bringen jeweils 3. Ich werde mal 2 von verkaufen, damit ich nur noch einen habe. Genauso wie die Axt. Schwerter. Werde ich auch mal 2 Stück verkaufen. Eisenschreitkolben behalte ich. Granatstein bringt 30. Verkaufen. Er hat noch 406. Das ist also nicht das Problem. Blockt 4% mehr Schaden. Mit einem Schild. Ausdauerwende. Oh, das sollte ich vielleicht mal umlegen. Lederharnisch. Kann ich auch verkaufen. Makelloser Granatstein. Bringt 56. Verkaufe ich jetzt mal. Ich habe die sonst immer total aufgehoben, aber... Man muss auch irgendwann mal so ein paar Sachen verkaufen. Schädel. Aber sonst? Wolfsfell? Ziegenhaut. Was verkauft der denn eigentlich? Hier ist ein anderer Bogen. Der hat Gewicht... Nee, Schaden 6. Der bringt nochmal mehr Schaden auf die Uhr als der normale Langbogen. Nein, da bin ich mir jetzt etwas zu geizig tatsächlich, weil ich habe leider nicht so viel Geld. Schreitet wohl. Boah, ist der freundlich. Was ist das hier für einer? Tretet näher, tretet näher. Ich habe genau das, was ihr braucht. Echt? Gibt es hier etwas Interessantes? Außer meinen Waren, meint ihr? Nein, im Ernst. Hier ist es ziemlich ruhig. Malfas sei Dank. In letzter Zeit muss man ja fast damit rechnen, unmittelbar vor der eigenen Haustür überfallen zu werden. Was? Verfluchte Briganten, wirklich. Das ist doch alles Wahnsinn. Oh, das war ein schnelles Gespräch. Was für ein schöner Tag, nicht wahr? Ja. Genau richtig für einen Einkauf. Bei mir. Was habt ihr anzubieten? Nehmt euch alle Zeit, die ihr braucht. Der wird Lebensmittel verkaufen, das habe ich mir schon gedacht. Was habe ich denn hier alles drin? Nehmen wir mal die ganzen Beinkeule. Kann ich 7 für kriegen? Voll gut. Hier, der Honigwein ist eigentlich auch nicht schlecht. Ich habe so viel Wein. Verkaufe ich mal. Königsmet bringt 2.
Den behalte ich aber mal im Inventar tatsächlich. Gegorene Ziegenmilch lasse ich auch da drin. Ich habe Fleisch. Fleisch könnte ich eigentlich kochen, aber ich verkaufe es tatsächlich mal. Okay. Möge euer Pfad stets eben sein. Die tanzt hier immer noch so. Kann ich denn das Alchemielabor benutzen? Schreitet wohl. Tatsache, das kann ich. Ihr könnt Tränke und Gifte brauen, indem ihr zwei oder mehrere Zutaten mit denselben Effekten kombiniert. Ach. Hoffentlich kommen die neuen Rüben bald. Schreitet wohl. Giftschaden, Feuerwiderstand, Anfälligkeit für Magie. Kann ich denn hier widerstehe Frostschaden, Marderschädigen? Grüße. Ausdauer wiederherstellen. Das ist klingt gut. Immer dasselbe. Ui, ich kann sogar drei Zutaten Grüße. Zusammenpacken. Umso stärker wird das dann. Grüße. So. Hoffentlich kommen die neuen Rüben bald. Acht Ausdauer. Grüße. Den Karpfen kann ich optional dazu packen. Wen packe ich denn da Schreitet noch zu? Wohl. Eterna Ohren. Komm, das packen wir mal dazu. Und dann sehen wir mal, was passiert. Bauern. Herstellen. Schreitet wohl. Flüsterkraut. Lavendel. Schreitet wohl. Da. Im Lavendel und Glühwürmchen haben wir festigen Ausdauer gefunden. Sehr gut. Mottenflügel. Da war leider nichts dabei. Wohl. Ich habe noch ein paar Bienen. Schmieröl. Das hat tatsächlich Anfälligkeit für Magie gefunden. So, ich denke mal, das wird jetzt Schreitet reichen. Wohl. Hoffentlich kommen die neuen Rüben bald. Das finde ich ganz gut. Schreitet wohl. Da haben wir jetzt ein bisschen geskillt. Interagiere Anschlagbrett. In diesem Aushängebrett werden Kopfgeldaufträge und Gesuche ausgeschrieben. Gestartet. Gesucht in Flussheim. Der wegelose Redrick Bohrenstein wird gesucht. Für mehrfachen Betrug und schweren Raub. Er ist stämmig, hat blaue Augen und einen blonden Bart. Er gilt als höchst gefährlich und es wird zu großer Vorsicht aufgerufen. Für sein Ableben sind 180 Enderergroschen ausgeschrieben. Von mir aus. Wir sind ja Kopfgeldjäger, wir brauchen Geld. Man wird eben auch nicht jünger. Wie sieht die überhaupt aus? Naja, so jung ist sie jetzt aber auch nicht. Na gut, der Schönheitstrank ist ja ausgegeben. So, jetzt möchte ich hier mal kurz reingucken. Gestern Nacht bei... Habe ich das hier eigentlich schon vorgelesen? Nee, das habe ich doch, das habe ich schon vorgelesen. Jetzt müssen wir noch Alfred sprechen. Und Alfred muss irgendwo hier sein. Da unten. Oh, springen wir mal da runter. Auch wenn es jetzt nicht der offizielle Weg ist. Hallo Alfred. Oder Alfred. Hm. Wer seid ihr? Nur ein Reisender. Ihr seid Alfred, richtig? Der Kindheitsfreund eines Mannes namens Hero. Hero. Es geht um seinen Tod, richtig? Diesen Amoklauf. Ja. Ihr wisst davon? Natürlich. Wer weiß es denn nicht? Hero war doch einer von uns. Es ist schrecklich. Einfach nur schrecklich. Aber wollt ihr die Meinung eines alten Mannes hören? Ich hatte schon immer geahnt, dass so etwas irgendwann passieren würde. Malfoy, verzeih mir, dass ich derart über einen heiligen Hüter spreche, aber... Es ist die Wahrheit. Ihr meint, ihr habt es kommen sehen? Inwiefern? Schwer zu erklären. Kommt, setzen wir uns. So redet er sich besser. Gut, dann setzen wir uns mal dahin. Mit auf die Bank. So, dann Alfred, erzähl mal. So. Ach, Jerome. Da habt ihr wirklich ein Kapitel aufgeschlagen, wisst ihr das? Mhm. Ihr hattet recht mit dem, was ihr vorhin gesagt habt. Wir zwei waren früher beste Freunde. Unsere Väter haben sich gekannt. Und seit ich denken kann, haben Jero und ich irgendwelchen Unfug miteinander getrieben. Zumindest bis seine Mutter damals starb. Nicht an Altersschwäche, schätze ich. Nein, Banditen. Mitten auf der Groschenstraße. Letztens ist das ja normal geworden, aber...
Damals galt sie noch als sehr, sehr sicher. Mhm. Sie war auf dem Weg nach Ark mit drei anderen Frauen und oben beim Pass ist's dann plötzlich passiert. Niemand hat überlebt. Oh nein. Jero hat es zerschmettert. Wobei ich fast glaube, dass das Schlimmste für ihn war, wie sein Vater nach dem Vorfall zerfallen ist. Mhm. Die Fischerei verkam und der arme Kerl tat Tag ein, Tag aus nichts anderes mehr als saufen und schlafen. Das hat Jero für immer verändert. Kann ich mir irgendwie vorstellen. Wie genau? Tja, gute Frage. Einerseits wurde er zum Mann, trotz seines zarten Alters. Und andererseits hat es etwas in ihm geweckt, könnte man sagen. Den Wunsch, irgendwie mehr aus seinem Leben zu machen. Mhm. Die alte Mutter Jannik hat das gemerkt und nahm ihn zum Lehrling. Er lernte lesen und schreiben und konnte die gesamten heiligen Verse irgendwann auswendig. Mhm. Und wenn er nicht gerade seinem Vater aus dem Suff helfen musste, half er überall im Dorf, wo er konnte. Er hat seine Trauer in Schaffenskraft verwandelt. Das klingt doch eher nach einer guten Entwicklung. Ja, so kann man es sehen. Es dauerte nicht lange, da war er das Juwel des Dorfes. Der strebsame Fischerjunge, der, obwohl er nur schaffenden Pfades war, zu Großem bestimmt sein konnte. Und dann kam es, wie es kommen musste. Ein Ordenshüter kam nach Flussheim, um das Wunderkind mit eigenen Augen zu sehen. Und siehe da, in all seinem Scharfsinn hatte er noch eine schlummernde Magiebegabung. Mhm. Der Hüter nahm ihn mit und ein paar Monate später begann er sein Noviziat. Seither habe ich ihn nur noch zweimal gesehen, weil er nur noch sehr selten nach Flussheim kam. Ich glaube fast, dass er gar nie bemerkt hat, wie sehr mich das damals getroffen hat. Oh. Ist es so ungewöhnlich, dass ein schaffenden Pfades eine Chance bekommt, ein Hüter zu werden? Wenn ein Schaffender es zum Feldwebel in der Garde schafft, ist das schon Grund für ein eigenes Bardenlied. Er muss der erste Novize seit Jahrhunderten gewesen sein, der nicht erhabenen Pfades war. Also ja, es ist ungewöhnlich. Mehr als nur das. Mhm. Und was meintet ihr nun damit, dass ihr Jeros Tat habt kommen sehen? Puh, tja. Das ist schwer zu erklären. Ich glaube, es war die Art und Weise, in der er immer von seinen großen Plänen erzählte. Wie er die Welt verbessern würde und zum mächtigsten Hüter seit Loram Wasserklinge aufsteigen würde. Hinter all dem war nämlich immer so eine Wut. Eine Wut gemischt mit unglaublicher Trauer und Enttäuschung. Mhm, okay. Ich glaube nicht, dass ihm das selbst wirklich klar war. Diese Wut war es nämlich, die ihm die Kraft gab, all das zu tun, Tag und Nacht zu schuften und zu lernen. Aber auf mich wirkte sie auch immer gefährlich. Wie der blaue Tod. Er lauert in dem weglosen Magier, der glaubt, Magie ohne die Hilfe des Ordens meistern zu können. Und erst schenkt er ihnen Kraft. Aber dann, eines Tages bricht er mit all seiner unheiligen Zerstörungskraft hervor und macht sie zu den Bestien aus den alten Liedern. Aber was soll's? Ich bin nur ein alter Mann und was weiß ich schon von solchen Sachen. Lasst mich nun etwas schlafen gehen, Madame. All die Erinnerungen machen mich müde. Mhm, in Ordnung. Danke für eure Hilfe. Ja, natürlich. Puh. Das war schon etwas traurig. Und jetzt ist er... Will er rein? Geht er rein oder bleibt er draußen? Irgendwie möchte ich ja schon mal sehen, wie es da drinnen aussieht bei Alfred im Haus. Komm, wir gehen da mal rein. Ich möchte einfach nur mal da reingucken. Wow. Hier sind ein paar Tomaten. Oh, hier hat er sogar einen leckeren Kuchen. Lebt auf jeden Fall bescheiden. Hat ein Kissen. Was? Was kann ich denn? Egal. Hier hat er ein Bett. Hier hat er sogar ein Buch. Das Goldene Haus. Naja, er hat jetzt nicht so... Ich speichere mal eben. Ich will mal wissen, was der da in der Truhe hat. Naja. Ist jetzt nicht wirklich was wert. Also er lebt recht bescheiden. Sagen wir es mal so. Also ich möchte irgendwie manchmal so ein bisschen meinen Diebeskünsten nachgehen. Das müssen wir vielleicht wirklich mal machen. Dass wir einfach mal... Was?
Gibt es irgendetwas Interessantes hier in der Gegend für einen Abenteurer? Wieso meinen eigentlich alle Reisenden immer, ich sei hier, um ihre Fragen zu beantworten? Naja, sei's drum. Seht euch mal den alten Strand gleich hinter Mareks Hof an. Da wird immer eine Menge alter Plunder angeschwemmt. Ihr solltet allerdings mit einer Menge Flussgraben rechnen. Aber ihr seht aus, als werdet ihr damit fertig. Okay. Danke. Mehr erzählt sie nicht. Eine Flugratte. Die Taube ist etwas verwirrt, so wie es aussieht. So, jetzt müssen wir zu Jasper. Und ich glaube, Jasper hat sich jetzt... Hat er sich zufälligerweise... Jasper von Alfreds Erzählungen berichten. Und der, jetzt ist er da. Bei Jerusalem Haus. Ganz komisch. Wie komme ich jetzt hier wieder runter? Hä? Der Weg führt mich zwar auch irgendwo hin, aber nicht dahin, wo ich hin will. Da muss ich denn lang hier? Ach, hier geht's runter. So, jetzt können wir ja mal diese Quest machen. Apropos Quest. Ich möchte mal gerne... Gesucht in Flussheim? Nein. Schlechte Schwingungen? Nein. Geheimnis aus der Büchse. Sillas zeigt mir eine Art Schatulle, die von dem Wellen am Strand nahe Flussheim angespült wurde. Zu seiner Enttäuschung befand sich darin jedoch lediglich eine Notiz anstelle des erhofften Schatzes. Die Notiz, die sich darin befand, wies mir den Weg zu einer Steintafel an einem alten Wegesschrein, auf dem wiederum ein zweites Rätsel stand. Am Beginn des Stroms im Westen ein großer Fels mit erhobenem kahlem Baum. Das heißt, wir müssen da hoch. Zu diesem kahlen Baum. Und da gehen wir jetzt mal hin, würde ich sagen. Und schauen uns das einfach mal genauer an. Ich habe nicht versucht zu singen. So, mal gucken. Kann ich hier lang oder muss... Irgendwie muss ich doch da hochkommen. Gehen wir einfach hier mal durch die Wildnis. Hier geht glaube ich, kein normaler Weg hin. Da muss man es schon direkt machen. Und ich höre hier schon wieder irgendwo ein Windwurz. Ich will da hoch. Leider springen die Charakteren immer nicht so richtig. So, ich bin aber hart im Nehmen. Hoch! So, jetzt bin ich hier bei dem Baum. Gibt es hier noch irgendwas, was ich mir angucken kann? Okay, hier kann ich in den Baumstumpf springen. Will ich aber nicht. Und ich höre hier irgendwo ein Windwurz. Ach, hier ist Windwurz. Hallöchen. So. Dann wollen wir jetzt hier mal gucken, wo wir hier eigentlich hinkommen. Boah, diese Musik. Ich weiß immer nicht, ob die zu laut ist, bin ich ja mal ehrlich. Es geht eigentlich. So. Ah, gucke mal. Da ist was. Hier ist irgendwas. Das sieht voll schön aus. Wenn man sich das jetzt mal so anguckt, wie es hier ist. Das ist anscheinend diese Stelle, die hier am kargen Baum sein soll. Kann das sein? Ein schönes Wappen. Und hier. Lehrlingsbuch der Handwerkskunst. Her damit. Ein altes Schwert. Kalte Nacht. Moment mal. Kalte Nacht? Oh, verursacht 4 Punkte Frostschaden. Voll gut. So, dann wollen wir mal gucken. Da ist eine Schatulle. Und da ist auch eine Nachricht an den Finder. Beendet den nächsten rätselhaften Ort finden. Zu Sillas zurückkehren. Und 100 Groschen. Boah.
So, dann wollen wir mal Nachricht. So, was steht denn da? Werter Finder, wenn ihr das lest, bedeutet das, dass ihr mein Vermächtnis gefunden habt. Wer auch immer ihr seid, nehmt es euch und setzt es für einen sinnvollen Zweck ein. Ich betone erneut sinnvoll, um keinen Preis in der Welt werde ich meiner Tochter und ihren idiotischen Machenschaften meinen wohlverdienten Groschen überlassen. B. Leclerc. Die Frage ist ja, Leclerc. Ist das Familie Leclerc da unten? Das muss ich noch herausfinden. Erstmal gucken. Ach so. Das wird hier immer ein bisschen umgeschrieben. Am Ende einer Kette von Hinweisen fand ich eine kleine Schatulle in der Nähe eines Grabes mit einem guten Batzen Groschen darin. So. Hier ist ja noch eins. Also ich muss noch herausfinden, was ich aus Winwort so alles machen kann. Aber ich kann da bestimmt Ambrosia mit herstellen. Sonst würde das nicht immer solche Geräusche von sich geben. Sind das hier die Leclercs? Ich will das mal herausfinden, bevor ich dem irgendwie BU Sichelschlag. Hallo. Oh, so sieht Elfriede also aus, wenn sie groß wird. Mhm. Haben wir ja in der letzten Folge gelernt, dass Elfriede so ein Viech war. Oh, das ist ein Hühnerei. Ich will's mitnehmen. Ich komme da nicht dran. Schade eigentlich. Mal gucken. Kann ich hier rein? Flussheim. Marixhof. Jetzt gucke ich mich da drin mal um. Wow. Alle Wohnungen sind total schön. Dass man die einfach so rein kann. Langbogen, Wein. Die Sternsommernacht. Ist hier jemand? Nö. Doch. Egal, ich guck da trotzdem mal rein. 30 Groschen. Ahoi. Sichelschlag. Ahoi? Ahoi. 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 Da könnte man ein Lied draus machen. Ahoi. 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 Ahoi, wir sind die... Oh, hier oben, da könnten wir einen Dosenwerfen machen. Ahoi. Ja, ist ja gut. Findest du ein bisschen schade, dass sie nicht alle was sagen? Oder dass sie zwar alle was sagen können, aber dann immer nur so kurze Sätze, ne? So. Hallo. Der immer mit seinem Hallo. So, mal sehen. Zilla. Guten Tag. Sie hat einfach noch nicht erkannt, dass der Kerl Gift für sie ist. So, jetzt anhalten. Du hattest wirklich recht. Beim dritten Hinweis war ein Schatz versteckt. Mit einer Menge Groschen. Was? Wirklich? Das ist ja großartig. Wie viel war es? Dann machen wir halbe halbe. Sie lassen ein Drittel geben. Einiges hier, das wäre dann dein Anteil. Tut mir leid, Junge, aber ich brauche das Geld selber. Nächstes Mal vielleicht. Ich will ja mal wissen, was da passiert. Ich habe ja gespeichert. Komm, das machen wir mal. Was? Aber das ist doch total gemein. Los, gib mir meine Hälfte, ich hab's mir verdient. Gar nichts hast du. Jetzt zieh Leine. Ich, aber lass mich einfach in Ruhe. Nein, komm. So ist so böse bin ich nicht. So böse bin ich nicht. So ist das eben. Was? Wirklich? Das Silas ist ja großartig. Wie viel war es? Dann machen wir halbe halbe. Silas, die Hälfte geben. Eine Menge. Hier, das dürfte ungefähr die Hälfte sein. Boah, ist das viel. Mann, das ist so großartig. Tausend Dank, wirklich. Ich hoffe echt, dass das für den Spitzbartmann genügt. Komm jederzeit bei uns vorbei, wenn du reden willst. Alles klar? Alles klar. Du bist ein guter Mensch und Mama sagt immer, von denen gibt es viel zu wenige.
So, jetzt haben wir 50 da erstmal rausgenommen. Und jetzt haben wir diese Quest geschafft. Und jetzt haben wir 425 EP gekriegt. Ich glaube, vorhin waren es nur 40. Unglaublich. Also wenn man gute Taten vollbringt, kriegt man auch mehr Experience. Merkt euch das. Das ist im echten Leben genauso. So. So, was wollen wir denn jetzt mal als nächstes machen? Die Lehre. Eigentlich müssten wir da weitermachen. Oder wir machen... Eigentlich, komm, wir machen erstmal die Hauptquest so ein bisschen weiter. Die Lehre. Das heißt also, wir müssen jetzt erstmal wieder zu Jiro seiner Butze laufen. Konnte ich denn... Wie konnte... Ups! Ich wollte den Knopf jetzt eigentlich gar nicht drücken. Ich dachte gerade, das wäre der Knopf gewesen zum... zum schnell... Also hier zum schnell laufen. Aber das war anscheinend nicht. Schatten des Windes. Das müsste ich vielleicht als nächstes mal machen. Diese Erinnerung schaltet Schurkendisziplin für euch frei. Eure Ausdauer regeneriert sich fortan um 20% schneller und ihr erhaltet das Talent Schatten des Windes, das euch kurzfristig leiser schreiten lässt und eure Chancen auf einen kritischen Treffer um 7% erhöht. Das wäre natürlich mal nicht schlecht, dass wir diese Schurkenfähigkeit noch bekommen. Weil ich möchte gerne ja einen vielseitigen Charakter mit euch machen. Und ich glaube auch, das könnten wir schaffen. Dass wir einen sehr vielseitigen Charakter bekommen. Also diese Magiefähigkeiten, die wir jetzt schon so haben, sind gar nicht mal so schlecht. Und der gleißende Funke, den müsste ich mir nochmal angucken. Warte mal. Gleißender Funke. Ich glaube, den habe ich noch nicht. Nö. Gleißender Funke. War noch irgendwas? Nö. Gleißender Funke. Wo ist er? Kettenblitz? Hä, wo ist denn der Funke jetzt? Feuerblitz? Erdung? Hä? Der ist tatsächlich da nicht drin. Gleißender... Wieso war denn... Hä?